Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Ja, heute werden wir mit unserer Mondstation beginnen. Das hier wird das Landepad, zumindest der erste Teil davon. Der zweite Teil ist dann in einer anderen Rakete. Wir werden das zum Mond bringen, natürlich mit unserem Landemodul, was wir in der letzten Folge hochgebracht haben. Und wir werden das dann zusammenbauen. Ich glaube, ich mache das in einer Folge. Ich weiß nicht genau, ob ich es mache. Ich werde das zweite dann reinschneiden quasi. Los geht's. So, da fliegen wir auch schon mit unserer Atlantis 1. Was wir drin haben, ist ja auch nicht besonders schwer. Deshalb werden wir da keine Probleme haben. So, und da haben wir auch schon angedockt an der Raumstation. 7,4% Treibstoff. Muss ich mal gucken. Das werde ich auf jeden Fall jetzt rausschneiden. Es geht ja jetzt nur um den Bau
des Landepads, außerdem will ich den zweiten Teil noch machen. Deshalb werde ich das jetzt einfach so lassen und mich auf den Weg zum Mond machen. So, dann beginnen wir jetzt langsam mit dem Abstieg. Ich würde tatsächlich jetzt schon starten. Wir sind ziemlich dicht drüber. Also drehen wir um. Beide Triebwerke an. Und das muss jetzt echt genau ablaufen. Ich habe das schon öfters getestet. Ich brauche so ungefähr 21% an Treibstoff, um wieder zurückzukommen zur Raumstation. Das heißt, beim ersten Mal muss die Landung sitzen. Ansonsten muss ich nochmal machen. Deshalb hoffen wir das Beste. So, ich würde hier nochmal auf jeden Fall abspeichern. Falls jetzt die Landung schief geht. Wir haben auf jeden Fall da eine Menge Platz für eine Basis. Ich würde gern das weiter links hinstellen. Aber müssen wir mal gucken. Na, ich speichere nicht nochmal ab. Sonst habe ich halt zu viel Treibstoff verbraucht. Und dann kann ich das gar nicht mehr verwenden. So, noch ein bisschen nach links. Sehr schön. Wird das noch ein bisschen weiter nach rechts verschieben wollen, damit es auf dem geraden Boden steht. So, dann vielleicht noch ein bisschen weiter nach rechts. Immer im Auge behalten, 21% Treibstoff müssen übrig bleiben. Ja, das ist ein schöner, hat gut geklappt beim ersten Versuch. Schnell einen neuen Quick Save. Und dann mache ich mir mal wieder einen eigenen Orbit. Das machen wir folgendermaßen. Wir machen das hier ab. Dadurch machen wir hier auch die Undock-Schleuse ab. Und die können wir dann ein bisschen mitnehmen. Und abmachen.
weil es unnötiges Gewicht ist und ich es eigentlich nicht brauche. So, da haben wir 5 Kilometer. Ich fliege auch ohne die RCS-Düsen, weil die dann halt wieder Treibstoff verbrauchen. So, ich gehe mal nach oben, wechsle wieder zurück. So, Erdorbit erreicht. Und da hätten wir auch schon unseren Erdorbit. Es hat noch besser geklappt, als ich mir erhofft habe. So, gehen wir mal hier hin. Dann machen wir da den Orbit ein bisschen kleiner. Dann sollten wir das auch gleich, sollten wir die Mikroraumstation gleich eingeholt haben. Dann fliege ich wieder zurück, tank's wieder auf. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder. So, wir sind ja schon da. Mache ich jetzt mal einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, hier ist auch der zweite Teil. Der Tank zum Auffüllen. Und das Ganze machen wir mit der Atlantis 3. Und ich würde sagen, ich überspringe einfach den Flug. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, da habe ich gerade angedockt. Hab schon mal ein bisschen aufgetankt. Hier die hinteren Tanks sind alle voll. Dieser hier ist fast leer und hier sind auch nur 12%. Das hier reicht gerade mal so zum Landen. Und hier möchte ich erstmal möglichst wenig Treibstoff drin haben, damit es für diese beiden kleinen Triebwerke leichter ist zu landen. Und deshalb, ich werde das später noch auffüllen. In der nächsten Folge vielleicht, wenn wir zum ersten Mal zum Mond fliegen. Mit Personen, mit Astronauten. Aber ich würde sagen, koppeln wir das einfach mal ab. Fliegen ein bisschen weg. Und dann geht's weiter zum Mond.
So, dann beginnen wir mal mit dem zweiten Abstieg. Sie wird das natürlich alles hier reinlaufen lassen. Beide Triebwerke anmachen. Ich würde sagen, zünden wir die Düsen. So, da sind wir auch gelandet. Hier ist auch überhaupt kein Treibstoff mehr drin. So wird das später auch so bleiben. Ihr seht, hier sind so zwei Andockschleusen dran. Ich habe das nämlich schon ausprobiert. Ich werde wahrscheinlich so zwei verschiedene Raumschiffe haben, sag ich mal, die hierher fliegen können. Ein Raumschiff hat halt eine Frontierdüse und eins hat dieses Valiant-Triebwerk. Und da habe ich das so passend gemacht, dass man alles hinkriegen kann. Und dementsprechend habe ich dann halt zwei verschiedene Andockschleusen. Ja, das ist das Landepad unserer Raumstation. Und ich würde sagen, fliegen wir einfach wieder zurück. Und beenden die Mission. Oh, ich dachte schon.
Oh nee, oder? Der Bug ist wieder da. Ja, der Bug ist wieder da. Kennt ihr den Bug noch? Man benutzt die RCS-Düsen und gleichzeitig die Triebwerke. Dann verschwindet auf einmal der komplette Treibstoffvorrat. Ja, das muss ich dann nach der Folge machen. Egal. So, eine wunderschöne Landung. Dann gehen wir noch mal ganz weit nach draußen zum Mond, auf die Mondoberfläche. Nein, das andere. Und dann noch mal kurz hierhin und beenden die Mission hier. Ja, und da haben wir unser Landepad. Ich werde das auch, ich glaube, in der Zwischenzeit werde ich es auffüllen. Oder? Nee, ich glaube, das machen wir nächste Folge. Dann kann ich euch zeigen, was ich auch mit diesen beiden Andockschleusen gemeint habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.